So. Beste Start ever übrigens. Also ich weiß nicht. Nach Sachen wie, So, dann sind wir wieder in Sutton Games ohne spielt Alan Wake! Neues Spiel! War auch einer der Klassiker, also das gehört dazu. Ja. Es ist, Tag 3 ist angebrochen. Beim Alan Wake Supermarathon. Oh Mann. Und wir haben eben gerade schon mal ein bisschen gerechnet. Wir spielen jetzt, haben jetzt bestimmt schon gut 26 bis 30 Minuten Gameplay. Und Hoffi ist, glaube ich, seit 18 Uhr hier. Wir haben es irgendwie... Gleich Mitternacht. Ich drück mal eine Taste auf deinem Handy. Ja, Selbsterstörung hast du aktiviert. Das ist, glaube ich. Wir sind seit 5 Stunden hier und haben 2 Folgen produziert. Es läuft. Aber wir ziehen es durch. Wie Prost. So, mach weiter. Weiterspielen. Cool. Captain Zockerzone, ey. Nenn mich bitte Samurai Bratwurst. Verrat doch nicht allen unsere Geschäftsideen. So, okay. Was geht denn hier ab? Wo hast du denn hier geparkt? Was hast du zuletzt gemacht, vor allen Dingen? Du hast das Ding hier zur Seite gedrückt, ne? Richtig, geh wieder zurück. Die Scheinwerferkacke hast du ja hinter dir. Geh wieder weg. Ja, so ein bisschen looky. Das haben wir schon alles. Soll ich wieder rein, oder was? Ich bin auch immer voll schnell abgegangen. Warte, Rainer. Wie hüpft denn Wake noch? Aha. Das ist so weh. Da warst du kein großer Fan von. Also da drücken brauchte ich auch nicht mehr. Das habe ich schon gedrückt. Ja, dann renne ich jetzt aber hier links hast du ein Ding. Das kannst du wegdrücken. Hier das Teil, genau. Ach so. Erkennbar an dem gelben Streifen. Ach nee, jetzt muss ich ja so ein blödes Quicktime. Sind wir wieder beim Thema Quicktime angekommen. Ja, aber ist ja nicht wie bei Resident Evil 5. Wo man einmal so eine Lore so richtig weit drücken muss. Kilometer weiter. Das war völlig sinnlos ist, weil da währenddessen auch nichts passiert. Weil nicht irgendwelche Wellen ausgelöst werden. Oh, da. Ich hab doch Licht. Ja. Top Action. So. Ich renn mal weiter, ne? Bin dafür. Fokussieren. Was ist das? Mirror Peak. Muss ich jetzt schon wieder hier kackgraben und Möwen und so wegdöseln? Die bekannten Alan Wake Möwen. Du beschwerst dich aber über die fehlende Vielfältigkeit bei Gegnertypen. Das hat Möwen. Ja, man, so als Kieler Junge, da kann man sich auch mal. Boah, was. Oh, die Wake da über den Balken glitscht, ey, das ist der Hammer. Der größte Feind. Oha. Hier nicht mit mir. Hast du gesehen, wie ich gleich den Quick Change gemacht habe? Ich hab's gesehen, du hast gleich präventiv die Waffe gewechselt. Das nicht nochmal. Batterien sind alle. Oder voll. Das andere alle. Das hat. Voll ist das andere. Da fliegen sie die Granaten. Das sind nur Messenger, Alter. Das sind Boten. Die holen gleich die. Ach so, die haben jetzt Verstärkung angeholt. Ich glaube, noch nicht, aber die. Die triggern jetzt. Könnte das sein. Also ich bin da rein, todesmutig. Wo reinspringen? Na, die Lore, Mann. Welche Lore? Die Lore! Was hier unten? Ja, so eine Lore? Yeah. Heiß. Lore. Was kommt denn jetzt? Dann sitze ich da drinnen, fahr da rum und dann kommen die... Eine Lorenfahrt. Mann, Alan, jetzt... Geh da rein. Das ging so scheiße, hier reinzukommen, dass ich ganz am Anfang dachte, das wäre... gar nicht gewollt, ne? Genau, das wäre nur Szenerie hier. Aber dann musste ich tatsächlich rausfinden, das ist wirklich der Weg. Boah, dann löse ich jetzt mal die Bremse. Und jetzt... Ich dachte, muss es nur anschieben vielleicht. Ja, ne... Warum rollt das überhaupt los? Also ich würde mich da ja reinsetzen. Ja. Das sind die Speer. Ja. Bin jetzt zurückgekehrt. Was ist denn hier los? Boah, das ist ja fast so actionreich wie bei Indiana Jones. Oh, da kommt der Freundin! Gib mir in die Mucke! Das ist ein bisschen zu hoch. Ich habe im falschen Schlüssel angefangen. Im falschen Oktave. Wie wir auf der Kunsthochschule das sagen. War jetzt die Fahrt? Ja. Das hat eigentlich echt keine... Das war ja wohl mal richtig... Lame. Das hat keine Form der Mundtrompete verdient eigentlich. Ne. Ich dachte, da geht das doch richtig ab, so wie bei Resi 4, weißt du? Ja. Ja, das war eine coole Action-Lorenfahrt. Schwere Lorenfahrt auch. Kettensägen-Typ. Oha. Kletter doch mal hoch, ne? Mhm. Oh. Das ist doch bitchig. Vielleicht einer nochmal. Und das sagen ganz viele Menschen ganz oft, dass Krähen blöd sind. Wir haben so einen guten Moment abgepasst. Ja, das war echt mies jetzt. Haben wir schon mal die Story erzählt von diesen Krähen in Japan? Die so klug sind? Ach, was hatten die denn gemacht? Also die Krähen haben da diese Nuss, die sie gerne essen. Und ach, damit die Nuss kaputt geht, lassen die halt von oben manchmal auf Steine fallen, in der Hoffnung, dass sie reißt und dass sie dann an die Nuss drankommen. Und dann haben einige Krähen angefangen, in Tokio, glaube ich war's, auf jeden Fall in einer richtigen Stadt mit Asphaltstraßen und Ampeln und Autos, haben die dann eben gemerkt, wenn wir die auf die Straße schmeißen, diese Nüsse, dann fahren die Autos drüber und dann können wir den Nusscrab essen. Wie geil ist das denn? Kluge Vögel haben das also gemacht
Und dann gab es aber noch klügere Krähen, die haben sogar rausgefunden, dass manchmal die Autos stehen bleiben. Und zwar an Ampeln, an Fußgängerampeln. Also schmeißen die ihre Nüsse auf Fußgängerampeln, also auf den Übergang quasi. Ja. Für den Zebrastreifen, wenn man so will. Und warten, bis halt die Fußgänger grün bekommen. Bin ich jetzt eigentlich richtig geklettert hier rum? Ja, ne, also ich bin ja hier raufgeklettert und hier wieder runtergeklettert. Was war denn da oben? Ich habe da ein bisschen Muni oder habe ich da irgendwas? Ich muss da rüber. Auf jeden Fall sind die dann so klug, die Krähen, dass sie das halt auf den Zebrastreifen schmeißen, dass wenn dann die Fußgänger grün bekommen, die da ganz ohne Probleme, ohne Gefahr zu laufen, von Autos überfahren zu werden, können die dann ihre Nüsse essen. Und das fand ich ziemlich eindrucksvoll. Auf jeden. Hast du gesehen, wie ich die weggepustet habe, ey? Du hast ja, glaube ich, aber nur kurz. Nee, die sind tot. Die sind ihre Seele zerstört. Oh, das ist ja hier jetzt wie Resi. Ein bisschen schon. Verdamm ich nochmal. Oh. Tschüss. Weg mit dem Teil. Oh. Darüber jumpen. Ja, viel Spaß. Ja. Wie er schon ganz ehrfurchtsvoll Anlauf nimmt. Oh. Guter Sprung. Ja, ich hätte Actionheld werden wollen. Das ist immer so, wenn du Hoffi mal was Kleines schafft, dann übertreibst du ja mal gleich. Nein. Im besten Fall Sidekick. Oh, wow. Im besten Fall. Pass mal auf, dass ich dir nicht deinen Posten als Präsident der Zockerzone streite. Du bist der Chris Tucker zu Jackie Chan. Oh nein! Welcher Film war das denn nochmal? Rush Hour. Rush Hour 1 und 2. Mochte ich damals, das ist geil, den ersten Teil. Den ersten Fall. Teil fand ich auch noch cool, aber das war auch noch die coole Jackie Chan Zeit. Da hat man den ja auch noch voll gefeiert. Ich war ja lange Zeit, obwohl ich ein riesiger asiatischer Kampfsport-Film-Fan war, war ich nie ein Fan von Jackie Chan. Weil seine Klamauk-Filme, der Klamauk ging mir so ein bisschen auf den Sack. Ja, die war halt auch nie wirklich geil, das war echt so, echt. Ah. Und dann, bis ich aber Rumble in the Bronx gesehen habe. Der war geil. Rumble in the Bronx war so gut, dass ich dann ist angefangen habe. Runter? Dann habe ich mal ein paar andere Filme gesehen, die man vorher nicht so gesehen hat, wie zum Beispiel, also wenn es Jackie Chan-Fans gibt, da links rum, ja. Genau. Dann, und ihr den Film noch nicht kennt, und zwar Drunken Master 2. Oh. Das ist echt ein genialer Film. Halt ein chinesischer Film, merkt man auch in vielerlei Hinsicht, aber den kann ich nur empfehlen. Ja, und das war doch so, der konnte echt nur gut kämpfen, wenn er sich völlig weggesoffen hat, ne? Ja, das war ja wirklich so, ne? So wie du hier bei Alan Wake. Du bist der Drunken... Ich bin der Drunken Master! Und das ist übertrieben. Wir haben jetzt vielleicht jeder ein Bierchen getrunken. Also wir haben gut gegessen, haben ein Bierchen getrunken. Mhm. Nicht viel, aber ein Bierkasten. Eine Menge Bier. Eine Menge von undefinierter Größe. Mhm. Bislang. Also so können wir uns juristisch aus der Affäre ziehen. Perfekt! Kam Tim gar nichts. Schönen Gruß an den großen Tim. So, ich renne. Oh, was ist denn hier oben los? Was ist jetzt? Nix, überhaupt nichts. Nein, Erzfeind! Nein, Schleimilami! Lass dich Schleimilami. Ab jetzt auch der offizielle Begriff. Ja, so. Dieser, so nennen wir das. Schleimilami. Niemals. Wer das niemals wieder sagen muss. Ja, Schleimilami. Das ist so anerkannt. Schleimilami. Ich glaube, in der Genfer Konvention steht was dagegen. Oh, kannst dir mal eine Signalpistole auf den Dicken geben. Ja. Ich glaube, 6 Schuss nachladen musst du leider noch. Dann triffst du nur ihn. Hast du gesehen? Der hat die Axt. Versuch ihn da mal wieder ein bisschen hinzukalten. Oh, jetzt versucht Hoffi natürlich diesen Schuss mit der Flare Gun möglichst effizient zu gestalten und riskiert dabei Kopf und Kragen. Dabei riskieren, den Vorteil der Signalpistole völlig zu unterwandern. Ich weiß nicht, wie gut das gesessen hat bei den anderen. Die Kleinen sind auf jeden Fall futsch. Der Große, den sehe ich auch nicht mehr. Da ist er. Hat der gerade was gebrochen? Ja, das muss ein Kleiner sein. Ja, das ist ein Kleiner. Nee, das ist der Große. Der hat große Axt. Nee, das ist ein Kleiner. Da ist der Große. Nee, oder? Oh ja, doch. Da gehen ja nur alle. Du hast, das Freund geöffnet. Unser Jagdgewehr hast du dabei. Oh, ich hab doch zur Seite, hast gesehen? Das ist fies, wenn er einmal in die Garage... Oh, wir haben nur 4 Schuss für das Rifle. Ja, das war eine gute Idee. Den Kleinen vielleicht? Was nur einen Schuss? Große Arme da drin. 10? 10? Nee. Nee, aber ein paar Schuss mit der Pistole müsste reichen. Komm her, sicher. So, jetzt aber. Oh. Warum hast du nicht das Flair genommen gegen mich?
Nee, unterm Strich, wir haben überlebt. Wir haben noch Munition. Guck mal hier, da ist hier die Kacke. Ist hier noch Beef? Also ich mach's jetzt nur weg, weil ich Angst habe, dass hier vielleicht noch Gegner auftauchen. Ach, jetzt fallen mir so ein paar Sachen ein, die wir noch nicht gemacht haben, die noch kommen. Oha. Jetzt mach's mal. Beeil dich mal. Mach's mir kein gutes Gefühl. Mach hin. Erzähl hier nicht rum. Spiel das Spiel jetzt. Ja, das erzählt mir, ich habe 12 Minuten in der letzten Folge irgendwie alibi-mäßig gespielt. Ja, wir reden jetzt über dich. Mann. Genau, okay, ich soll erstmal in die eigene Nase krapschen und so. Und nur. Vergleich das niemals mit meinem. Ich habe aber das Bedürfnis, hier nochmal zu gucken. Es kann doch sowas sein. Lass dich nicht durch den Boxhorn jagen. Ey, will mich hier nochmal Lucky machen. Das sei dir gegönnt. Aber da kam ich irgendwie mal her, ne? Da unten bin ich dann lang. Ich glaube, genau, dann bin ich ja hier so von da hier hochgelaufen. Ja, alles klar. Ich mach dich persönlich dafür verantwortlich, wenn wir am Ende des LPs nicht alle Manuskan haben. Oh! Scheiß auf die Manuskan, scheiße. Außer Liedtexte, die sind super. Die sind Hammer. Da kann der hoffentlich mal wieder singen. Der Alte. Kann den Mund mal everybody! Liegende Text? Come on! Nee. You're all everybody! Ah. Was war das, was wir jetzt hier aufgenommen haben? Nix, was sind nur Siebner? Oh. Pepsi-Dosen? Alte Daisy-Veteranen. Ja, ich sehe jetzt auch gerade. Oh. Ach, wir haben doch drei Wasserflaschen dabei. Aber guck mal hier, ich bin noch nicht mal rot bei Nahrung. Richtig. Das ist noch 8. Ja. Schlechter. Ich habe den Witz getötet, bevor er die Chance hatte. Zu wachsen? Aus meinem Mund rauszukommen, komplett. Da blinkt was vor sich hin. Das ist Pistolenmunition. Die haben wir leider schon voll. Komplett. Ist denn hier noch? Ich bin auch nochmal Lucky. Hallo? Oh. Aber hier ist auch nichts Gelbes. Nix. Hier hätte ich irgendwie nochmal ein Secret hingepackt. Eine Kiste fehlt mir noch. Ich frag mich, wo ich die übersehen habe. Oder haben wir die mittlerweile eingesammelt? Nee, ich glaube nicht. Das ist auch kein Thermoskanne. Was ist das hier? Ein Wasserturm? Wahrscheinlich, ne? Nee, das ist ein D-Slam. so sehen die aus. So sehen in Amerika D-Slams aus. Etwa Zweiger. Nö, das ist ein Hauptverteiler, sehe ich von dir. APL, Abschlusspunkt, Leiter, ist doch klar. Ja, klar, hallo. Was? Ist ein Grizzly runtergefallen? Und schneller. Zwei schnelle. Ist das. Was? Ja, die Szene machst du zu Ende, ne? Das ist gewusst. Ach, dann bringt ja nichts gegen die. Und wenn es die längste Folge der Welt wird. Ist das so ätzend? Nein. Ich überlege mir aber schon mal Sprüche, wenn du tot bist. Dass ich da coole Action-Sprüche habe, dass du deinen Tode versüßt. Nee, es ist nicht so schwer, es ist nur nervig. Es ist nervig. Das ist das, was du dachtest, was es schon wäre. Vor 10 Folgen, ja. Er hört nicht auf. Nee, da musst du vielleicht immer noch rückwärts machen. Verdammte Angst. So hat er denn nicht gestoppt, ey. Oh, und alle an alle, die noch gedacht haben. Wo ist er denn? Kein Gameplay. Jetzt kommt es, ey. Ist er schon entleuchtet? Er ist entleuchtet. Halten sehr viel aus, also du hast absolute Jagdgewehrfreigabe, wobei vielleicht machst du nur einen. Oh, scheiße, ein Schuss, so viel. Aber ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass so schnell den Arsch zu knallt. Ich dachte, du müsstest doch mal nachladen. Also, weißt du? Ich bin voll drin im Spiel. Okay, aber das war ja alles gut. Ich dachte jetzt eigentlich, dass da zwei kommen. Oh, stimmt. Aber es vielleicht auch eine andere Stelle. Da kommen noch viel mehr. Oh nein. Auf die zwei ganze Blinken. Gut, hält sie gut aus. Das ist eine ganz klare Zweier. Ja. Aber sie bewegten sich gerade so, als wären es ganz schnelle, deswegen ich wurde schon ein bisschen. Ja, die Zweier können ja auch sehr schnell sein. Bisschen juckig. Die Zweier können sehr schnell sein. Ja, nicht richtig, ich nehme an, ne? Es war halt hier alles und. Ist doch echt schwer zu sehen hier. Aber das sieht doch irgendwie nach was aus, wo ich hin will. Punkt sagt, du bist auf dem richtigen Weg, wenn du gleich rechts umdrehst, dann hast du einen Generator. Was soll mir das denn jetzt schon wieder sagen? Generator, Mann! Mach den Generator! Ah. Ja, das ist hier ein Kontrollpunkt, Baby! Was soll das heißen? Du hast noch 20 Sekunden, renn weiter. Und wenn der Gegner kommt, musst du ihn töten. Hier ist nichts mehr, renn weiter. So, ich muss hier nochmal checken, guck mal, ein Reifen. Nee, guck mal, da können wir mich hier bald. Mein Auto bauen bei Daisy. Genau, ja. Wir treffen uns in Scherben. Komm her, ich gebe nochmal Action. Oh ja, bitte einmal. Brauchst du nur einen Versuch? Wenn du stirbst, übernehme ich. Was kommt denn jetzt hier für eine Scheiße? Ich sammle die Snowberries ein. Ich will nachher noch einen Heiltank bauen. Ja, ich habe Skyrim wieder installiert. Aber das ist halt auch ein geiles Game, da machen wir uns ja gar nichts vor.
Ja, aber wenn Dorn gerade am Start jetzt ist... jetzt ist hier wieder ein Flinky. Flinky, Stinky. Und ist das Licht da hinten jetzt aus oder ist das noch an? Keine Ahnung, alte Fritte, mach ein Platt, Mann. Ich mach gucken. Wir haben immer mich zu dem Licht. Aber das liegt gut. Sehr gut. Oh, gute Packung bekommen. Das ist ein normaler Dicker, Achtung. Ja. Vielleicht mal das Rifle nachladen. Ja. Guter Einwand. Oh, der Schelle. Gut ausgewichen. So muss das sein. Oh, nein! Ja, gut reagiert. Sie haben mich aber auch hier. Ich sehe nur Busch. Ich sehe nur Busch. Ich sehe nur den Busch. Und Büsche sind voll out. Er lädt nach. Schieben ab. Er lädt nach. Warum? Ich weiß es nicht. Oh, gut ausgewichen. Das ist nicht immer so einfach, wenn der mal seinen Move macht, der große Axt-Heini. Gut. La 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 la. Was er irgendwo. Hä? Wie ist ihn? Da. Ah! Ja. Zwischendrin immer wieder mal fokussieren. Ja, das finde ich aber so lame. Ich will ihn selbst sehen. Nicht Alan. Oh. Ich weiß nicht, ob er. Ich habe mir viele aushält, aber du hast ihn vorhin, glaube ich, mit etwa 10 Schuss weggebrezelt. Oder 8. Ah, das könnten 8 sein. Ein 8er? Ein 8er. Habe ich ihnen einen von 8er gegeben. Das war jetzt ein bisschen sehr euphorisch. Alle Tasten gedrückt, die es gibt. Alle Tasten dieser Welt. Achso, ich habe da gar nicht mehr Schuss für die Waffe. Deswegen kann ich da nicht mehr nachladen. Genau. Das erklärt alles. Zumindest einiges. Boah, das kommt ja nie alles. Aber heute fühle ich mich ein bisschen wie Neo, ey. Das ist gut. Munition könnten wir bald mal gebrauchen. Ja. Du hast noch 7 Schuss Leuchtpistole. 7. Ich würde sagen, bei der nächsten größeren Gruppe als 1 nimmst du mal einen Schuss, oder? Einen Schuss? What? Ja, lach mal nach, die Leuchte. Auf jeden Fall. Die alle Leuchte, ey. Die Fritte lädt die Leuchte nach, ey. Alle Fritte! So. Ist aber echt eine lange Stelle jetzt auch so ohne Kontrollpunkt, ne? Ja. Und du bist erst bei 17 Minuten. Ein Sprengfass? Ist das ein Sprengfass? Ja. Ich höre doch Gewabere. Gewabere. Der Schein hat nicht getrügt. Ist da was im Rücken von mir? Und ich weiß, was dir durch den Kopf geht, Hoffi. Du denkst, kann ich die nicht mit dem Sprengfass in die Luft sprengen vielleicht? Aber dann zielt er wieder auf die verkackten Gegner, nicht auf verkackte Fass. Und es ist halt schwer, die auch zu halten, weil die so schnell weg sind. Das heißt, also ich habe es fast nie hinbekommen mit dem Fass. Ui, der Böse. Und das sind 2 Böse. Ja. Diesmal nicht so ein Zweier, das sind 2 Achter. 2 Achter? Ich bin ein bisschen angespannt. Wo was? Boah, Kamera, der. Hau die Batterien raus. Wo ist er denn? Ich habe jetzt hier mit der Leuchtgang weg. Mach's ganz klassisch. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Wenn du ihn mal, wenn er mal stehen bleibt, kannst du mal wieder stehen. Nicht ganz Push Attack! Ich glaube, den hast du erwischt. Ja, auf jeden. Einfach nach, das Ding. Und dann am besten gleich beim nächsten auch benutzen. Naja, einen kann ich doch gut hin. Einer wäre jetzt so drin. Das wäre schon fast. Nehmen auf jeden Fall das Ding, bevor wir gerade wieder alles verlieren. Ah, das stimmt. Ich bin dafür. Und ein Schuss davon ist besser als 10 Schuss, haben wir noch 6 Schuss Pistole. Wo ist er? Was? Also, wenn wir noch 5 in der Hinterhand haben, sind wir echt gut bedient sein. Das sag ich auch. Lumpy! Und wenn du 2 Schuss nimmst. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Oh, die Gitarre! Die Geige! Hm? Wo ist der denn? Der Lost It. Ja, der geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack, nicht weil er schwer ist, sondern weil der einfach nervt. Ja, da ist er doch. Schieß! Ja! Was? Ja! Da war ich, okay. Schaluppe. Ging aber ordentlich daneben, ey. Also die lade ich nochmal nach. Kommst du hier durch? Ich weiß, ich hab's. Ist glaube ich rechts an ihm vorbeigeflogen. Genau, geh nochmal rein in den Waggon. Ich glaube, da gibt's sogar noch mehr Munition. Flashbang! Oh, jawohl! Also gut, dass hier darf man Krieg machen. Gut, dass wir die Signalpistole benutzen. Ja, der Vorteil ist wirklich mit der Leuchtpistole, dass man nicht warten muss, bis man diesen ewig langen Kreis runtergearbeitet hat.
Und ich denke mal, der nächste Checkpoint ist nicht weit, dass wir auch das Versprechen einlösen, dass wir mal eine schlanke Folge produzieren. Ich hoffe, dass jetzt hier langsam mal, wäre jetzt echt ärgerlich. Okay. Nee, mach was du willst. Nee, komm, eine Flashbang hätte ich schon Bock. So als. Aber die stehen gerade. Was? Ja, echt geile Reichweite, ey. Das ist echt der Knaller, ey. Also, das ist schon echt die geilste Flashbang, die ich je in irgendeinem Spiel gesehen habe. Mhm. Weil da die Leute einfach nur wegfliegen, als wäre es eine Atombombe. Ja, und vor allem einfach eine Flashbang ist ja sonst immer so das Harmloseste, was man überhaupt haben kann. Das ist voll ab, Hoffi. Ich finde es aber gut, dass du die Stelle spielst. Was ist denn jetzt los? Mega Action, Granaten, lauter Fässer. Wo kam das denn her? Hast du gesehen, vor dir waren 10, 12 Fässer, die da explodiert sind. So gestörter Scheiß, ey. Du bist aber gut durchgekommen, was man nicht behaupten kann von dem Typen, der dich angreifen wollte. Der ist kaputt. Oder wie es auf Russisch heißt, gut, Schnick. Oh. Hast du einen Checkpoint? Oh yeah. Den habe ich mir auch verdient. Ich hab ganz schön mitgeschwitzt. Boah, alter Schwede, der glitscht dir gleich aus der Hand, der Controller. Oh. Also ich glaube, der Marathon, der nähert sich so langsam einem absehbaren Ende. Boah. Ich bin gespannt. Aber die hauen wir jetzt alle weg. Wir sind doch bewaffnet wie bis an die Zähne. Arnold Schwarzenhacker. Hacker. Schwarzenhacker. Hacker. Ja, also ja. Ich bin durch. Ich sag tschö bis morgen, Leute. Wenn's wieder heißt... Alan Wake Marathon, bis zum Abwinken. Yeah. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Hackathon spielt Alan Wake. Bis dann. Macht's gut.